Als nächstes kommt André Meister vom Digitale Gesellschafts e.V. und Netzpolitik.org und erzählt was zur Vorratsdatenspeicherung, also den aktuellen Stand, was könnte, sollte, müsste passieren in nächster Zeit. Danke. Hallo. Ich habe beim ersten DigiGuess-Abend schon mal was zur Vorratsdatenspeicherung gemacht. Naja, ist ja auch nicht gerade ein neues Thema. Das wird seit 10 Jahren auf EU-Ebene diskutiert. Seit 6 Jahren haben wir diese komische Richtlinie, die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Man könnte über die ganzen anderen EU-Staaten viele Sachen sagen. Ich will mich auf Deutschland konzentrieren, möchte aber vorweg noch kurz auf die Österreicher aufmerksam machen. Habt ihr bestimmt mitbekommen, die haben seit 1. April, vorgestern, eine Vorratsdatenspeicherung, klagen dagegen, sind Zehntausende Leute, was war die Zahl in der Petition heute, 90.000. UK will eine mega Vorratsdatenspeicherung, die über alles in der Richtlinie und bisherigen nationalen Gesetzen hinausgeht, wo auch besuchte Webseiten mitgespeichert werden, was konträr zu Popular Belief in Deutschland niemals der Fall war, glücklicherweise. Die wollen das mit Live-Zugriff der Behörden. Grauenhaft. Heute ist eine Petition gestartet, die jetzt schon knapp 60.000 Unterschriften hat. Und sowohl in UK als auch Österreich muss man nicht Bürger sein, um diese Online-Petitionen mit zu unterschreiben. Vielleicht findet das ja der ein oder andere interessant und möchte da mitmachen. Zu Polen kam heute noch eine Zahl rein, die haben auch eine Vorratsdatenspeicherung. Die haben letztes Jahr, im Jahr 2011, 1,8 Millionen Abfragen ihrer Daten gestartet. Polen hat 38 Millionen Einwohner. Das sind knapp 5% aller Bürger, die da statistisch gesehen von einer Vorratsdatenspeicherungsabfrage betroffen wären, was mal wieder unser Argument untermauert. Wenn das einmal da ist, dann wird das auch genutzt. Und jetzt möchte ich ein kleines Update zu Deutschland geben. Wir haben jetzt im März 2010 das Umsetzungsgesetz glücklicherweise gekippt. Seitdem fordern vor allem die Union, aber auch andere, auch die Sozen, zumindest Teile von denen, immer mal wieder die Vorratsdatenspeicherung. Das sei ganz wichtig. Nachdem irgendwie Justizministerin Sabine Leutheisser-Schnarrenberger eine Weile das aussitzen konnte, hat sie dann irgendwann mal ein Eckpunktepapier vorgelegt, in dem ihr Vorschlag für einen Quick Freeze drin ist, was mal nebenbei gemerkt, jetzt ist die Vorratsdatenspeicherung wieder in die Debatte gekommen, weil die EU eine Strafzahlung angedroht hat. Diese Strafzahlung würde überhaupt nicht angegangen mit dem Punkt, mit dem Entwurf der Frau Justizministerin, müssen immer noch Strafzahlungen zahlen. Wie auch immer, sie hat den letzten Jahr im Juni als Gesetzentwurf vorgelegt. Die Union hat gemeint, was ist das denn, Quick Freeze? Darüber reden wir gar nicht erst, das nehmen wir gar nicht mal als Diskussionsgrundlage. Machen wir mal ordentlich. SLS konnte das bis jetzt weiterhin aussitzen. Nachdem jetzt die Strafzahlungen aber angedroht wurden, kam Angie ins Spiel, hat mal ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, los Schnarre, jetzt müssen wir aber mal, sonst wird es teuer. Und in der Tat hat jetzt die Union den sogenannten Quick-Freeze-Vorschlag von der Frau Justizministerin als Diskussionsgrundlage akzeptiert. Die hat das in eine Ressortabstimmung gegeben, das heißt, das geht jetzt zwischen Wirtschaftsministerium, Justizministerium, also Justizministerium hat es rausgeschickt, Wirtschaftsministerium, Innenministerium und andere können jetzt Feedback schicken. Da ist eine Deadline in 2 Wochen am 16. April. Bis das Feedback von den anderen Ministerien zurück zum BMJ kommt. Es steht zu befürchten, dass die alle eine Einigung wollen, auch wenn glücklicherweise BMI und BMJ noch was Grundverschiedenes wollen. Ja, es könnte sein, dass die jetzt irgendwo sich in der Mitte einigen, zumindest ist das unsere Befürchtung. Ein was Gutes, was wir bisher noch haben, ist, dass Wahlkampf in NRW und Schleswig-Holstein ansteht und die FDP ja nicht gerade aus ihrem Umfrageloch kommen würde, wage ich mal zu prognostizieren, wenn sie jetzt auch noch beim Thema Bürgerrechte umkippen. Aber Markus hat es in der Einführung schon angekündigt, was passiert nach Mai, was passiert nächsten Monat, noch vor der Sommerpause und danach. Also ich habe so ein bisschen noch die Hoffnung, dass Sabine Leutheisser-Schnarrenberger, die ja in dem Thema Bürgerrechte schon eine Geschichte hat, es schafft, noch eine Weile durchzuhalten, weil, sind wir mal ehrlich, bis noch ein Jahr und dann ist Wahlkampf und dann ist das eh wieder durch, dann kriegen die das nicht mehr gebacken. Jetzt ist der Druck nur von Union, von Terroranschlag in Frankreich und Strafzahlungen in EU so groß und die Union hat die Diskussionsgrundlage akzeptiert,
dass es wirklich sein könnte, dass wie auch immer ein Kompromiss aussieht, das auf dem Kabinettstisch landen könnte. Meine persönliche Einschätzung ist, wenn das einmal auf dem Kabinettstisch ist, ist es zu spät, weil, und auch das habe ich in letzter Zeit erfahren, die FDP-Fraktion ist nicht mehr komplett geschlossen gegen jegliche Formen der Vorratsdatenspeicherung. Auch da werden einige nervös, denken an die Zukunft ihrer Partei, ihrer Fraktion im Bundestag, an ihre persönliche Zukunft. Es ist nicht mehr ausgeschlossen, dass die Partei nächstes Jahr nicht mehr im Bundestag sitzt, beziehungsweise nach der nächsten Wahl. Und manche, auch wichtige Leute, denken wohl, es wäre ja eine Nichteinigung in diesem Thema, würde ihre, wie auch immer, Politik-Regierungsfähigkeit unterlaufen, und die halten das wohl politisch für opportun, eher eine Einigung zu erzielen, denn als andersrum standhaft zu bleiben und da irgendwie auch das Thema Bürgerrechte noch so ein bisschen zu besetzen. Also da ist Druck nötig in nächster Zeit. Es könnte sein, dass wir irgendwie in den nächsten Wochen überrascht werden und auf einmal so ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch liegt. Wenn es einmal so weit ist, ja, wollen wir es gar nicht erst so weit kommen lassen. Eine Idee ist noch dazu, denn mal ganz abgesehen von der nächsten Bundesregierung, auch meine ganz persönliche Einschätzung ist, die nächste Bundesregierung, egal welche Farben die hat, wird einen noch viel schlimmeren Vorratsdatenspeicherungsvorschlag machen und den höchstwahrscheinlich leider auch umsetzen können. Bleibt, dass wir das Übel an der Wurzel packen und die Richtlinie auf EU-Ebene angehen. Ein Argument auch von FDP zu Recht war und ist, dass die Richtlinie derzeit überarbeitet wird, auch seit einer Weile, und dass es eigentlich keinen Sinn macht, jetzt das deutsche Umsetzungsgesetz zu machen, solange nicht feststeht, was denn jetzt überhaupt aus der Richtlinie auf EU-Ebene wird. Um uns in diese Debatte einzumischen, weil es leider derzeit auch nicht danach aussieht, als ob die Richtlinie komplett abgeschafft würde oder eine Vorratsdatenspeicherung optional machen würde, gibt es die Idee einer europäischen Bürgerinitiative, die auch seit 1. April, seit 3 Tagen möglich ist. Ein Initiativbegehren der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Man muss jede Menge, 1 Million Unterschriften sammeln und kann dann die Kommission bitten, einen Gesetzentwurf oder einen Richtlinienentwurf zu starten. Weniger dass die direkten Auswirkungen sind für uns wichtig als der demokratische Rückhalt, die mediale Aufmerksamkeit und die Versinnbildlichung, dass wirklich viele Menschen in Europa eine Vorratsdatenspeicherung ablehnen. Es gibt so im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und anderen Leuten, die sich gegen die Vorratsdatenspeicherung engagieren, die Idee, ja, wir wollen auf europäischer Ebene eine europäische Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung starten. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, auch wenn da manche, auch leider Parteifarben, ein bisschen vorbrechen, wollen wir alle Leute zusammenbringen, die das interessiert, unter anderem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort, aber vor allem auch über Deutschland hinaus, hier sind wir sehr gut aufgestellt, in nicht allen europäischen Partnerländern sieht das ähnlich aus. Gibt es die Idee, eine Konferenz zu einer europäischen Bürgerinitiative zu starten, und zwar in Brüssel, wo sonst. Die Idee ist, das Anfang Juli zu tun. Wenn jemand Lust hat, mit einer europäischen Bürgerinitiative mitzuwirken und eventuell zu so einer Konferenz nach Brüssel zu kommen, könnt ihr gerne auf mich zukommen, wird sicherlich, wenn die Konferenz denn stattfindet, auch öffentlich beworben werden. Oder ich habe auch gesehen, eine andere Person vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung läuft hier noch rum und vielleicht kommt ja noch eine zweite. Nee, Quatsch, mindestens 2 Leute laufen rum. Also, kommt auf uns zu, wenn ihr Ideen habt, euch einbringen wollt oder wenn ihr das für eine gute oder auch für eine blöde Idee haltet. Kommentare nehme ich gerne noch entgegen, Anregungen, Fragen. Ansonsten würde ich einen halb fliegenden Wechsel machen. Ja. Ja, hallo, ich bin Gregor. Eine Frage zu diesem Angriff auf die VDES auf der europäischen Ebene. Bekanntermaßen ist die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie im Zuge der Binnenmarktintegration erfolgt. Und das Argument dazu ist quasi dann sehr indirektes, dass gewissermaßen der Binnenmarkt für Provider und andere IT-Carrier behindert wird, weil unterschiedliche Speicherrichtlinien den Wettbewerb behindern. Das halte ich für sehr vorgeschützt. Ich halte diese gesamte Vorratsdatenspeicherung als einen Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip innerhalb der EU und eine gesamte Vorratsdatenspeicherung quasi nicht mit den Verträgen der EU
übereinstimmt und an der Stelle sollte sie gekippt werden. Denn mit demselben Argument könnte man das autobahnfreie Tempo, also das Nicht-Tempolimit in Deutschland quasi als einen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Automobilindustrie bezeichnen. Und de facto sieht man das ja auch an den Markterfolgen. Das hat ja die EU auch nicht durchgesetzt. Und das halte ich für wichtiger, dass jeder einzelne Staat seine internen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen kann, wie zum Beispiel die Briten, wenn sie das wirklich wollen, aber dass das entsprechend in den einzelnen Ländern anders gehandhabt werden darf. Das scheint mir der formal zielführendere Ansatz zu sein. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Ich halte Argumentationen auf nationalstaatlicher Ebene immer ein bisschen für schwierig. Kurze Geschichtsstunde. Es ist so, dass man das damals in der ersten Säule der polizeilich-justiziellen Zusammenarbeit umsetzen wollte, dass man gesagt hat, das ist eine Antiterrormaßnahme. Man hat es nur leider nicht durchgekriegt. Damals hat auch der Deutsche Bundestag gesagt, Vorratsdatenspeicherung verpflichtend für alle? Nee, kommt für uns nicht in die Tüte, ist ja total Überwachung. Also hat man damals auf EU-Ebene den Ausweg gewählt, okay, dann machen wir es über den Binnenmarkt, dann brauchen wir nur eine Zweidrittelmehrheit. Aber ja, das Argument ist vorgeschoben, sollten wir nicht gelten lassen. Und ein Ausweg für die Evaluierung der existierenden Richtlinie ist zu sagen, okay, wenigstens wenn ihr es noch nicht komplett abschafft, dann wollen wir wenigstens, dass die Nationalstaaten selbst entscheiden können. Ist aber jede Menge Druck notwendig. Es sieht derzeit nicht danach aus, als ob das die Kommission in diese Richtung entscheidet. Ja, es läuft, ist eine Klage vom EuGH anhängig. Die Iren haben dagegen geklagt. Also das wird jetzt in nächster Zeit, wird der Fragenkatalog vom irischen High Court an den EuGH geleitet. Das kann ein Stück dauern. Aber der EuGH soll diese Richtlinie auch gegenüber der Europäischen Grundrechtscharta und Menschenrechte evaluieren, was spannend ist, da das eventuell auch Datenschutz, Persönlichkeitsrechte betreffen könnte. Interessanter Fun Fact am Rande, der EuGH entscheidet auch über eventuelle Strafzahlungen und es ist dem EuGH möglich, solange die andere Klage von Irland zum Substanz der Richtlinie anhängig ist, auch die Strafzahlungen erstmal auszusetzen, bis die inhaltliche Antwort kam. Aber trotzdem, das wird noch ein Jahr dauern, mindestens, wenn nicht sogar ein anderthalbes Jahr, bis der entschieden hat.